Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Ungefähr so. Gut. Wobei, mir ist gerade aufgefallen, wir wollten ja bei der Werkstatt da, aber ich sollte erstmal bei der Bank die Kredite mir holen, weil mit 22.000 Euro hätten wir eh nichts machen können. Gut. Wie gesagt, das heißt, wir fahren jetzt erstmal zur Werkstatt, die ist da direkt nebenan, und holen unseren Auflieger. Ja. Und dann gehen wir schnell zur Bank. Und dann schauen wir mal. Und ich habe zumindest erstmal bei den letzten Folgen nichts gesehen, ob da sie irgendwie was vorgenommen hatte. Also. So. Kann ich eigentlich direkt mal pennen gehen hier? So. Fliegermanager. Jetzt nutzen. Yeah. Guckt euch dieses Biest von Auflieger an, Alter. Geil. Ach, so muss ein Auflieger so aussehen. So muss ein LKW gespannt aussehen, Alter. Leute, ist ja. Oh, ist das geil. Stimmt, wir müssen erstmal gucken, ob unser Auflieger überhaupt vier Achsen mittlerweile kann. Weil wir wollten ja bei unserem LKW mit dem 4-Achser warten, bis wir auch einen Auflieger holen können mit 4 Achsen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht einfach noch einen LKW holen und noch einen Auflieger holen, den wir ein bisschen anders designen. Verdammt. Ja, ja. Was will ich jetzt hier überhaupt? Leute. Was ist los mit mir? Ja, komm. Fuck off. Wir lassen den LKW so, wie er ist. Und wir machen uns ein wunderschönes anderes Gespann. Genug Geld dafür haben wir locker. Ungefähr so. So. LKW-Händler? Nein. Händler. Wir nehmen unseren als Vorlage. Tja, siehst du, wir können uns natürlich auch eine neue Garage auf, wobei da rechnen 500.000 nicht aus. Da brauchen wir definitiv mehr. Also der Hein kostet schon 280.000. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, was wir nämlich machen, ist 3 Achse. Jetzt haben wir mal, genau, jetzt haben wir automatisch DXL. 50 PS, ja. Getriebe bleiben wir auch bei D, genau. Fahrerhaus können wir so lassen. Farbe, so schwer es mir. Was? Fällt? Fällt. Irgendwas fällt. Das hier. So, mal gucken. Anbauteile. Hier unten mit dem Schwarz kann es eigentlich sogar bleiben. Sieht ganz geil aus. Hier unten, das kann auch bleiben. So. Die Räder. Da bleiben wir bei der 2020er Variante. Da. Und hier hatten wir den D2. Gucken wir, ob es noch hübschere Reifen gibt. Na, wir können natürlich. Nee, bleib bei dem. Nevermind. So. Jetzt Auflieger ankoppeln. Aber ich würde nämlich gerne mal gucken. Hier mit den Radkappen. Das ist mir nämlich ehrlich gesagt ein bisschen zu eng nach oben.
Ich glaube, ich bleib echt ohne Radkappen. Das ist mir. Sieht nicht schön aus. Gut, also lackiert sowieso nicht. Also ich würde die vielleicht nehmen, aber ich glaube, so sieht es einfach besser aus. Ich glaube, so sieht es besser aus als das hier. Ach, ich nehme einfach mit. Ganz ehrlich, komm. So, hier brauchen wir ich überlege gerade, wie ich das am dümmsten mache. Ach so, halt. Da. Gut, wir könnten dann natürlich auch Standard Black. Ah, nee, ist ja Chrom. Nee, ist Chrom. Chrom will ich nicht. So. Jetzt kommt nämlich das Design-Technische. Da kommen erstmal die Dinger rauf. Hier kommen erstmal die Dinger rauf. So ungefähr. Und jetzt machen wir mal den Auflieger weg. Brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht. Jetzt wird es nämlich spannend. Hier. Geht aber bis 42, ne? Nicht 63. Das heißt. Oh, muss ich überlegen. Doch, 60 ist richtig, genau. Nein, klar, 60 geht natürlich nicht. Kann ich nicht ausfüllen. Legen wir am Arsch. Ernsthaft? So, danke. Boom. Das sieht gut aus. Kann ich die Sachen speichern? Ja. Da sieht korrekt aus. Ah, ich weiß nicht, ob das hier in der Mitte nicht doch ein bisschen zu viel ist. Ich glaube, die lasse ich vielleicht doch ein bisschen grau. Ich finde mit den schwarzen Rädern auch ein bisschen zu. Ich glaube, grau sieht besser aus. Ja, grau sieht auf jeden Fall besser aus. Dann lasse ich das mal als grau. Die Dinger hier mache ich so, wie sie am schönsten sind. Hey, ich will 90. Danke. Ich nehme mal das erstmal. So, hier brauchen wir jetzt ein schönes Orange, das wäre 30. Natürlich kann man 30 auch wieder nicht ausfüllen. Ach Leute, was ist denn los mit euch? Ah, doch, das sieht gut aus. Poppen, speichern. Anwenden. 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 So, hier nehmen wir jetzt ein richtig schönes Rot. Speichern. Anwenden. Und anwenden. So, und hier brauchen wir so ein richtig schönes. Müsste eigentlich genau 300 sein, genau. Speichern. Da nehmen wir jetzt das. Das sieht doch gut aus.
Ja. Na, das soll jetzt quasi hier diesen Farbverlauf repräsentieren. Was zur Hölle? 340.000 Euro. Dieser Schmerz. So. Und jetzt brauchen wir noch einen passenden Auflieger dafür. Dazu müssen wir erstmal in unseren LKW, jetzt, also in den neuen LKW einsteigen. Wir gehen mal ganz kurz zur Garage. Schnellreise. Yep, 2 Euro. So teuer. Ah, haben wir nicht schon. Los. Deine Mutter ist los. So, LKW-Manager. Wir steigen mal in den neuen LKW ein. Das wird ein Spaß. Schaut euch dieses Biest an. Doch, nenne ich mal Power. So, immer noch auf Flieger, Händler. Denn jetzt, wo wir in dem LKW drinne sitzen, warte mal kurz, können wir nämlich bei der Vorschau den als Vorlage nutzen. So ungefähr. Das heißt, hier nehmen wir jetzt auch wieder diese andere Lackierung, damit es optisch zusammenpasst. Ne? So. Und jetzt müssen wir aber den Vierachser wählen. Yay! Wir haben den Vierachser. Wupp, wupp. So. Oh, Alter, das passt gerade so ins. Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass der Doppelgespann so teuer ist. Also der LKW auf die gespannt. So. Dass das so teuer ist, das hätte ich nicht gedacht. Das Ding ist hier neu, oder? Oder ist einfach nur anders sortiert. Früher war der doch immer ganz unten. Weil das ist der, also ich schätze mal mit dem Moving Floor, das gemeint wurde, wo du immer diese drei Zungen hast, die sich immer so bewegen, damit die Ware entweder drin oder draußen, also kannst du einstellen, in welche Richtung. Aber normalerweise hast du mal so, dass du zwei Zungen hast, die reingehen, während eine mal rausgeht, sobald dann die eine draußen ist. Ja, so ähnlich. Also, du hast immer zwei Zungen, die reingehen und eine, die dann immer am Ende ist und dann wieder nach vorne geht. So dass kontinuierlich immer zwei Zungen nach hinten, eine nach vorne geht und die Ware dementsprechend immer nach hinten gezogen wird. Oder halt, wenn es die Richtung umstellst, halt andersrum ist. So können halt Sachen, Schüttgut zum Beispiel oder Paletten oder sowas, wobei Paletten eher weniger, vor allem aber Schüttgut und so wird er quasi rausgeschoben. Ja. So. Das hier würde ich fast. Nee, sieht so besser aus. Das vielleicht. Ich lasse es so. So, achso, hier sind die Reifen. Da haben wir den Energy T. Und hier haben wir nämlich wieder genau das gleiche Spiel. Zuallererst haben wir hier den Standard 120er. Den nehmen wir hier natürlich auch. Dass immer diese Kamera sich umschalten, also rumschwenken muss. Ah. So. Wieso haben wir bei den Auflieger gar keine Radkappen drauf? Oh. Interessant. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir hier gar nicht diese komischen Dinger drauf haben. So, hier kommt jetzt Lila. Anwenden. Ach ja, ich brauche hier diese Paint-Dinger. Anwenden. Warum ist die Maus invertiert? Warum ist die Maus invertiert? Anfinden. So, da. So.
Gib ruhig nochmal. So. Aha. So. Nein. Das wollte ich. Und das wollte ich. Nee. So. So. Alles andere kann eigentlich so bleiben. Ich meine, hier können wir gleich den großen nehmen, eigentlich. Turbo King. So. Hier nehmen wir noch den Windkanal mit. Alles andere kann eigentlich so bleiben. Da sehe ich keinen Handlungsbedarf. Na, das ist doch mal ein Gespann. Schicken. Kaufen. Und ab nach Laeti. Heißt es überhaupt so? Laeti? Nein. Lati? Yeah. So. Auflieger Manager. Hopp. Und jetzt nutzen. Ladies and Gentlemen, es ist da vollbracht. Unsere LKW ist so wunderschön. Oh, ist das gut. Oh, ist das geil. Yep. Jetzt können wir auch richtige Schwellertransporte fahren, weil wir jetzt vorne wesentlich mehr Last transportieren können. Wir können die Achsen noch machen. Tada. So, gucken wir jetzt mal hier wegen Beauty Shot. Wo ist natürlich die Sonne jetzt ein bisschen blöd steht, wobei so geht's. So, können wir mal wieder nach langer Zeit mal wieder richtig speichern hier. Weil es nicht unser Tsunemiko-LKW auch schön aussieht. Aber gucken, wir werden wahrscheinlich mal so die nächsten paar Folgen wahrscheinlich eher mit dem Gespann mal rumfahren. Und dann nochmal gucken, also erstmal mit dem Auflieger und dann vielleicht auch mal mit anderen Fremdaufliegern, aber den Schwertransporter. I don't know. Aber so ist der LKW eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, guckt ihn euch an. Er ist so süß. So süß. Und wir haben noch Geld. 15.000 Euro haben wir noch. So, mal gucken, was wir hier mit für Aufträge machen können. Frachtmarkt. Medizinische Ausrüstung. Naja, 700 Kilometer. 1300? Nee, 4000. Boah, Alter, 4000 Kilometer. Bis nach Spanien runter. Nice. Ich hätte jetzt eher Lust auf so einen kleineren Auftrag. Ach, hier, 230 Kilometer. Das ist vielleicht ein bisschen sehr wenig. 400 Kilometer, das ist doch was Schönes. Das können wir doch machen. Ja, dann machen wir die. Wobei, das wäre mit bei. Egal, passt schon. Biege nach links ab. Demnächst links ab. Also, das mit den Neonfarben habe ich gut getroffen. Die Dinger leuchten ja richtig im Rückspiegel. Diese Radkappen. Oder diese Schraubkappen. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Du bist nicht abgeschlossen. So, da müssen wir rückwärts reinfahren. Ja.
Was tue ich hier gerade? Ich hatte das Rangieren verlernt. So. Also mir mal ein bisschen mehr Platz gönnen hier. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, da hinten muss ich hin. Da bin ich aber viel zu schräg, ja. Das wird nie im Leben was. Gut, da fahre ich einmal kurz raus. Oh, sorry Leute, hier. Ja. Ungefähr so. Was? Achso. Jetzt, wo ich schon fast fertig bin. Jetzt bietet er mir an zu überspringen. Was? Ein Hurensohn. So. Fertig zum Losfahren. Hä? Biege nach links. Wieso sind hinten die Räder runter? Junge, das sind 8 Tonnen. Ups, das vordere Rad. Achse konnte nicht angehoben werden. Auflieger. Zu schwer. Junge, wir haben 8 Tonnen. Oh, nee, wir haben 17 Tonnen. Ach, ja, okay. Ich war immer noch bei dem anderen Auftrag, bei diesen medizinischen Geräten, wo nur 8 Tonnen waren. Nevermind. Irgendwie so. Bin ich gerade falsch gefahren? Diese schönen bunten Räder. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ne, ist doch nicht so schön wieder zu einem Mikro-LKW. Aber mal was anderes. Mal was Neues. Was schön buntes. Wobei ich glaube, diese Radkappen sind echt ein bisschen zu grell. Die leuchten ja richtig. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass die Neon-Charakteristik so gut zur Geltung kommt. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Nenne ich mal ein LKW. Schön bunt. So einen wirst du im Echt wahrscheinlich niemals sehen. Biege nach links ab. Aber dennoch nicht schlecht. Kamera. Aua. Böse Kamera. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Digga! Mach ja alles kaputt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Hä, bin ich gerade falsch gefahren? Verdammt, ich sehe meine Navi gar nicht. Achso, er wollte uns hier. Ja, gut. Ich bin. Gut, haben wir wenigstens ein bisschen mehr Autobahn, weil hier ist jetzt alles Autobahn. Können wir so ein bisschen mehr rumrasen.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ja, schon sehr schnieke. Ob das Ganze so sinnvoll war, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher weniger. So. Hätte mich wahrscheinlich eher genau konzentrieren sollen, mal ein bisschen unsere Firma aufzubauen. Also noch eine Garage holen, noch ein paar LKWs. Problem ist aber, da wäre ich mit den 500.000 Euro auch nicht so weit gekommen. So. Weil hätte ich mir erstmal noch eine neue Garage holen müssen. Ja gut, wir hätten welche bei unserer, also in Lahti, einbürgern können. Aber die würde ich eigentlich eher für wirklich für uns behalten. Von daher hätten wir dann doch erstmal noch eine neue Garage holen müssen. Hat alleine wäre schon 200.000 Euro gewesen. Und dann halt, ja, mit 300.000 hätten wir also gerade mal zwei weitere LKWs holen können. Was ja zugegeben nicht so viel, ach du Scheiße, ist. Guckt euch das an. Ist der nicht wunderschön? Der wunderschön? I love it. Der ist schon rum. Miau. Sehr nice. Was tut er da? Was? Gut, dann kommt jetzt der Bremstest. Oh, alle Räder blockieren. Sehr geil. So muss das sein. Alle Räder müssen blockieren. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in dieser Folge wieder. Bis dann.